Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anjas Themenkiste. Heute zeige ich dir, wie du dein Google-Konto anlegen kannst und dadurch gleichzeitig deine Google-E-Mail-Adresse erhältst. Wenn dir das heute ein bisschen zu schnell geht, dann denk dran, du kannst jederzeit das Video pausieren. Dazu einfach unten links auf den Pause-Knopf drücken und wenn du wieder weiter gucken möchtest, dann einfach wieder unten links auf die Wiedergabe-Taste drücken und schon kannst du wieder weiter gucken. Und so hast du die Möglichkeit, immer gleichzeitig nebenher auch mitzugucken, ob du die richtigen Schritte machst. Im Browser gehst du hier oben in die Adresszeile und trägst dort google.com ein. Dann landest du auf dieser Seite, die du hier siehst. Dann einmal auf das blaue Feld hier oben rechts anmelden klicken und hier unten auf Konto erstellen gehen. Wir nutzen unser Konto nur für privat und anschließend musst du hier deinen Vor- und Nachnamen eintragen. In meinem Fall heiße ich heute Ingrid Musterfrau und als E-Mail-Adresse trage ich hier jetzt ingrid.musterfrau@gmail.com ein. Du kannst aber natürlich auch einen Fantasienamen nutzen, wie zum Beispiel themenkiste@gmail.com. So, in meinem Fall ist meine Wunsch-E-Mail-Adresse bereits vergeben. Das macht aber nichts. Das heißt, ich muss noch eine kleine Änderung vornehmen. Also füge ich einfach noch kurz eine Zahl hinzu. In meinem Fall jetzt hier die 23, weil wir gerade das Jahr 2023 haben. Jawohl, perfekt, das hat funktioniert. Und dann muss ich jetzt noch ein sicheres Passwort aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen erstellen. Um die Passwortgestaltung ein wenig einfacher zu machen, nutze am besten eines deiner Lieblingssongs oder Lieblingszitate und nutze jeweils den ersten Buchstaben davon, um dein Passwort zu generieren. Und dann packst du Zahlen und Sonderzeichen hinzu. Also Sonderzeichen sind Fragezeichen oder Ausrufezeichen und schon hast du ein wirklich sicheres Passwort kreiert. Und am besten schreibst du dir das Ganze auch nochmal auf, damit, wenn du es wirklich mal vergessen solltest, einfach nochmal nachschlagen kannst. So, dann müssen wir jetzt noch das Passwort, das wir uns ausgedacht haben, auch nochmal bestätigen, also nochmal eintragen. Und falls du dir jetzt hier nicht mehr sicher bist, ob du alles richtig eingegeben hast, dann kannst du jetzt hier unten einfach auf Passwort anzeigen klicken und dann zeigt es dir dein komplett ausgeschriebenes Passwort kurz an. Dann gehen wir nochmal auf Weiter und dann fehlt im Endeffekt nur noch, dass wir das Geburtsdatum eingeben und unser Geschlecht auswählen. Dann klicken wir wieder auf Weiter. Dann werden wir noch kurz nach Personalisierungseinstellungen gefragt. Da wählen wir die Express-Variante aus. Dann geht das Ganze nämlich automatisch und ein bisschen schneller. Wir gehen hier wieder auf Weiter und dann müssen wir hier jetzt noch einmal die Cookies bestätigen. Dazu gehen wir jetzt ganz nach unten. Da haben wir jetzt wieder dieses Feld, wo wir auf Bestätigen klicken können. Und als nächstes müssen wir dann noch einmal den Datenschutz zustimmen. Ich stimme hier jetzt wieder ganz normal zu und dann sind wir auch schon fertig und das Konto ist angelegt. Damit du jetzt in dein Google-Konto bzw. in ein Postfach kommst, gehst du hier oben auf die kleinen Pünktchen und suchst das Symbol mit dem großen M für Gmail. Da klickst du jetzt einmal drauf und dann werden wir hier nochmal gefragt, ob wir die intelligente Funktionen verwenden wollen. Ja, in unserem Fall wollen wir das machen, gehen dann hier wieder auf Weiter. Dann werden weitere Personalisierungsdienste angeboten, das wollen wir jetzt nicht mehr. Da gehen wir jetzt auf die eingeschränkte Version und dann einmal auf Fertig. Das will sich dann das System nochmal bestätigen lassen. Jawohl, das wollen wir. Klicken wir da wieder drauf. Und da wir jetzt ein paar Einstellungen vorgenommen haben, müssen wir das Ganze noch einmal neu laden. Und jetzt sind wir in unserem elektronischen Postfach. Also man könnte hier jetzt noch weitere Einstellungen vornehmen, aber das klicken wir jetzt mit dem X einmal weg und lassen hier die Standardeinstellungen bestehen und sehen dann auch schon hier im Posteingang, dass wir eine erste E-Mail drinnen haben. Die öffne ich jetzt noch hier einmal kurz, indem ich draufklicke und dann sehen wir hier, dass das eine Willkommens-E-Mail von Google ist und wir melden uns jetzt aus dem Postfach wieder einmal ab. Dazu hier oben auf das runde Symbol hier drauf gehen und auf Abmelden klicken. Fertig und geschafft!
Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass das Video für dich hilfreich war. Wenn ja, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen. Alles Gute, ciao!